Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge Arndts analoge Abenteuer hier im Blauen Salon. Heute wollen wir einen Blick werfen auf die zweiäugigen Spiegelreflexkameras aus dem Hause Mamiya. Seien Sie gespannt. Hier auf dem Tisch habe ich zum einen die Mamiya C33 von 1965 und hier vor mir die C220 von 1968. Aber Arndt, was ist eine zweiäugige Spiegelreflexkamera, werden Sie sich vielleicht fragen, und da kann ich nur sagen, sehr, sehr gute Frage. Die Besonderheit der zweiäugigen Spiegelreflexkamera ist, dass wir zwei Objektive an der Kamera haben. Einmal ein oberes Sucherobjektiv und ein unteres Aufnahmeobjektiv. Hinter dem oberen Objektiv befindet sich ein Spiegel im 45-Grad-Winkel, der das Bild nach oben auf eine Mattscheibe projiziert. Man blickt dann von oben auf diese Mattscheibe durch einen Lichtschachtsucher und kann dann das Bild scharf stellen. Mit dem unteren Objektiv wird dann das eigentliche Bild gemacht. Dahinter befindet sich also der Film. Beim Scharfstellen werden beide Objektive gleichzeitig vor- oder zurück bewegt, sodass, wenn man mit dem Sucherobjektiv scharf stellt, hat man automatisch auch mit dem Aufnahmeobjektiv ein scharfes Bild auf dem Film. Die Mamiya C-Serie unterscheidet sich durch zwei Eigenschaften grundsätzlich von nahezu allen anderen zweiäugigen Spiegelreflexkameras. Zum einen erfolgt die Scharfstellung mit Balgen, was eine besonders nahe Fokussierung ermöglicht, und zum anderen, und das ist die Hauptbesonderheit, kann man die Objektive wechseln. Es gibt insgesamt 7 verschiedene Brennweiten, von denen ich 3 Stück hier habe. Zum einen hier das 80mm Normalobjektiv, hier das 180mm Teleobjektiv und hier noch ein 55mm Weitwinkel. Bei jedem Objektivpaar ist im Aufnahmeobjektiv sowohl Verschluss als auch Blende fest installiert, sodass die Kamera im Grunde hier unten nur ein großes schwarzes Loch ist, wo man dann das Objektiv vorsetzt. Möchte man das Objektiv wechseln, dreht man an der Seite an so einem kleinen Verriegelungsknopf. Der bewirkt, dass im Inneren eine kleine Klappe nach oben schwingt, die dafür sorgt, dass sobald man das Objektiv abgenommen hat, kein Licht auf den Film fällt. Riegel vor, entsichern und schon geht es weiter. Zum Scharfstellen klappt man einfach den Lichtschachtsucher auf und kann dann bequem von oben auf die schön große und helle Mattscheibe gucken. Für präzises Scharfstellen ist eine Lupe eingebaut, die man einfach einschwenken kann. Und so lässt sich wunderbar scharfstellen. Die Kamera ist für 120er Mittelformatfilm ausgelegt und macht 12 Aufnahmen im quadratischen 6x6 Format. Durch das quadratische Format ergibt sich dann automatisch auch, dass man kein Hoch- oder Querformat braucht, denn es wäre doch relativ schwierig, mit diesem Sucher seitlich hineinzugucken. So geht gut, aber so, das wäre ein ziemliches Geraffel. Verschluss und Blende sitzen, wie gesagt, am Objektiv selbst vorne. Die Belichtungszeiten lassen sich einstellen von einer 500stel Sekunde bis zu einer Sekunde. Und die Blende geht beim 80mm von 2,8 bis 32. Das 55mm hier hat eine Lichtstärke von 4,5 und auch das 180mm hat eine Stärke von 4,5. Bei der C220 wird der Verschluss hier vorne gespannt und der Auslöser befindet sich auf der rechten Seite. Die C33 ist ein bisschen fortschrittlicher. Hier muss man den Verschluss nicht mehr von Hand spannen, sondern es gibt hier an der Seite eine Kurbel, mit der man sowohl zum nächsten Bild spult, als auch automatisch den Verschluss spannt. Auf der rechten Seite der Kamera haben wir neben dem Verschluss, dem Fokussierrädchen
und dem Filmweitertransportier-Drehrad auch noch einen kleinen Hebel, mit dem man von 120 auf 220 umschalten kann. Das heißt, die Kamera kann nicht nur den 120er-Film benutzen, sondern auch noch den 220er-Film, auf den doppelt so viele Bilder passen. Der wird aber seit einigen Jahren nicht mehr hergestellt und ist nur noch alt und abgelaufen auf eBay zu bekommen. Darunter befindet sich ein Fensterchen, das einem zeigt, bei welchem Bild man gerade ist. Und darunter kann man noch umschalten zwischen normaler Einzelaufnahme und Multiaufnahme. Das heißt, man kann auch Mehrfachbelichtung machen, wenn man das denn möchte. Auf der linken Seite der Kamera haben wir zum einen Anschlussmöglichkeiten für ein Blitzgerät oder sonstiges Zubehör, wobei der Blitz mit einem Kabel mit dem Objektiv verbunden werden muss. Daneben ist die Sicherung für die Objektivverriegelung und ganz unten links hat man noch für die verschiedenen Objektive Entfernungsskalen. Ich drehe mal dran und wir achten auf 80 mm. Das ist hier schwarz dargestellt und da korrespondiert dann auch der erste schwarze Strich. Das heißt, jetzt wäre das 80 mm auf unendlich fokussiert. Und jetzt wäre es auf 1 Meter fokussiert. So, hier kommt jetzt ein zweiter schwarzer Strich, der jetzt auf unendlich fokussiert wäre. Das ist, wie man hier sieht, jetzt das 250 mm. Und wenn man das ganz ausfährt, sieht man, mit dem 250 mm kann man ungefähr bis 2 Meter scharf stellen. Außerdem ist hier noch eine Skala angebracht, die einen Korrekturfaktor für die Belichtungszeiten angibt. Denn wenn man besonders nah fokussiert an Dinge, kommt immer weniger Licht durch diesen langen Balkenauszug an den Film an und man muss dann seine Belichtungszeit korrigieren. Nehmen wir zum Beispiel die 80 mm. Dann muss man ab jetzt einen Faktor 1,5 einrechnen und ab jetzt muss man die doppelte Belichtungszeit verwenden. Und wenn man ganz weit rausfährt, muss man sogar die dreifache Belichtungszeit nutzen. Sollte man beachten. Durch das Prinzip der zwei Objektive muss man auch hier einen Parallaxenfehler mit einkalkulieren. Das heißt, wenn ich durch das obere Objektiv gucke und das untere Objektiv eigentlich die Aufnahme macht, hat man hier eine kleine Differenz von einigen Zentimetern. Wenn man auf etwas weit Entferntes scharf stellt, macht das keinen großen Unterschied. Aber wenn man sehr nah an etwas herangeht, also fast schon eine Makroaufnahme macht, dann ist der Unterschied sehr, sehr groß. Das heißt, wenn ich meinen Finger jetzt hier vorhalte und den wunderbar mittig im Sucher sehe, dann sieht das untere Objektiv da gar nichts von. Gut, so nah kann ich jetzt nicht scharf stellen, aber das Prinzip wird klar. Wenn man jetzt zum Beispiel also ein Porträt machen will und im Sucher alles wunderbar positioniert hat, muss man immer bedenken, dass das eigentliche Bild ein kleines Stückchen nach unten verschoben ist. Wenn man vom Stativ aus arbeitet, kann man das aber ausgleichen, indem man ein Zubehörteil mit dem Namen Paramender benutzt. Und das funktioniert so, dass man erst einmal mit seinem Sucher ganz normal scharf stellt, aber bevor man das Bild nun macht, fährt man die ganze Kamera mehrere Zentimeter nach oben, sodass dann am Ende das Aufnahmeobjektiv genau an der Stelle des Sucherobjektivs landet. Und so kann man diesen Parallaxenfehler ausgleichen. Um Film einzulegen, klappt man die Rückseite auf, die mit einer kleinen Verriegelung geschützt ist. Der frische Film wird dann unten eingelegt und nach oben gespult. Und man hat hier unten zwei rote Pünktchen. Man spult seinen Film dann so weit, bis die auf dem Papier aufgedruckten Pfeile genau bei den roten Punkten zum Liegen kommen. Dann macht man die Klappe zu und spult dann so lange, bis es stoppt. Jetzt kann man das erste Bild machen. Und für die heutige Folge sind wir mit der C220 an die Nordsee gefahren und haben den berühmten Leuchtturm Vesterhever Sand besucht.
Der Ausflug ist schon ein paar Wochen her, als Touristen noch in Schleswig-Holstein erlaubt und erwünscht waren. Thank you.
Ja, und damit verabschiede ich mich aus dem blauen Salon und ich hoffe, wir sehen uns auch in der nächsten Folge wieder bei Arns analoge Abenteuer.